Stell dir einmal vor, du stehst morgens vor dem Spiegel und siehst dein absolutes Traumhaar. Dazu musst du deine Haarwelt wahrscheinlich erstmal ein bisschen auf den Kopf stellen. Und wenn du Lust hast, dann bist du hier genau richtig. Laila und ich helfen dir dabei, zu deinem Traumhaar zu finden. Wir sprechen aber nicht nur über Haare und Körperpflege, sondern auch über unsere Freundschaft, unseren Alltag als Frau und Working Mom und das Leben allgemein. Und immer wieder gibt es spannende Gästinnen, von denen wir etwas Neues lernen. Für deinen Körper und unsere Umwelt. Hallihallo! Nach einer wundervollen Podcast-Aufnahme findet ihr mich jetzt nochmal hinter dem Mikro, denn ich möchte noch einmal ein paar Worte zu unserer heutigen Gästin sagen. Erstmal ein riesengroßes Entschuldigung, denn ich habe ihren Namen falsch ausgesprochen und möchte mich dafür nochmal entschuldigen. Und auch ist ihre Begrüßung etwas zu kurz gekommen, denn ich habe die Hälfte vergessen zu erwähnen. Heute ist zu Gast bei uns die liebe Sharon. Und Sharon ist eine deutsche Schauspielerin, wurde aber hauptsächlich bekannt 2022 aus der Reality-Serie Die Bachelorette. Und wer sie da noch nicht kennengelernt hat, kennt sie wahrscheinlich dann spätestens 2023 von Let's Dance, bei dem sie uns verzaubert hat mit ihren wunderschönen Tänzen und nun uns verzaubern darf in dieser wundervollen Podcast-Aufnahme, in der es hauptsächlich um den kreisrunden Haarausfall geht, unter dem Sharon leidet. Sie hat uns einen wunderbaren Einblick gegeben in ihre Vergangenheit und ihr Leben mit dieser Krankheit. Und ich freue mich sehr, dass ihr jetzt dabei seid und zuhört und wünsche euch ganz viel Freude dabei. Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Haarweisheiten-Podcast-Episode. Heute haben wir eine ganz besondere Gästin und auch ein ganz besonderes Thema. Ich bin sehr glücklich, dass wir heute mit einer Expertin über das Thema kreisrunder Haarausfall sprechen. Es ist ein großes Thema, allgemein Haarausfall kriege ich auch immer wieder oder kriegen wir auch immer wieder ganz viele Nachrichten dazu. Und es ist manchmal selbst als Haarexpertin schwierig, darüber gut zu informieren, weil ich ja nicht betroffen bin. Und deswegen bin ich sehr froh, die liebe Shannon heute zu Gast zu haben, die uns ein bisschen... Sharon, Entschuldigung. ich bin sehr froh, dass Sharon heute zu Gast ist bei uns und uns ihre Geschichte erzählen kann über ihren kreisrunden Haarausfall. Liebe Sharon, schön, dass du da bist. Vielleicht magst du ein paar Worte über dich erzählen. Ja, erstmal vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass wir heute zusammen sprechen. Ich bin Sharon, ich bin 32 Jahre alt und habe seit circa 2 Jahren eine Glatze aufgrund von Alopecia areata. Sprich, ich habe die Haare komplett, sagen wir mal zu 95% auf dem Kopf verloren. Und habe diese Entscheidung vor 2 Jahren getroffen, weil ich zu viele Jahre unter diesem Haarausfall gelitten habe und einfach auch mental wirklich am Ende war. Und ich gemerkt habe, dass es so nicht weitergehen kann. Genau, und deswegen bin ich, glaube ich, auch heute hier, um so ein bisschen zu erzählen, wie es dazu kam, wie sich das Leben auch jetzt anfühlt, wie sich das Leben verändert hat, wie das Leben als Frau ohne Haare so ist oder wahlweise auch mit Perücken. Und ich freue mich sehr, mit euch darüber zu sprechen. Ja, auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Ich freue mich auch mega auf das Gespräch jetzt, oder es läuft ja schon. wann hast du denn eigentlich so zum ersten Mal festgestellt, dass was mit deinen Haaren nicht stimmt oder dass da irgendwie was anders ist? Kannst du dich erinnern an den Moment? Ja, ich kann mich sehr gut erinnern an den Moment. Ich war noch sehr jung, ich glaube, ich war so 8 Jahre alt. Und ich habe damals leidenschaftlich Garde- und Showtanz getanzt und war immer viel unterwegs. Wir waren auf Turnieren und Meisterschaften und haben immer sehr strenge Frisuren gemacht bekommen, damals noch von unseren Trainerinnen. Und ich weiß, dass ich sozusagen in der Maske saß
Und sie mir die Haare gemacht hat und dann irgendwann gesagt hat, oh, was ist denn hier? Da ist eine Lücke. Und ich weiß nur, dass ich mir irgendwie an den Hinterkopf gefasst habe und dann gesagt habe, keine Ahnung, was das ist. Ich habe nichts abrasiert. Vielleicht ist irgendwie rausgefallen, rausgerissen bei diesem strengen Kämm mit dem Haargel und dem Haarspray und allem. Ja, und dann war das gefühlt auch erstmal so ein bisschen aus dem Kopf, aus dem Sinn, weil ich es ja auch nicht permanent gesehen habe. Und dann ging es aber weiter. Dann habe ich die nächste Lücke erkannt, die auch so circa, ja, so groß war wie ein 2-Euro-Stück. Und dann bin ich irgendwann zu einer Hautärztin und habe das eben mal checken lassen. Habe gesagt, hier, ich habe jetzt irgendwie da 2 Lücken und was könnte das sein? Also ich erzähle das so, als wäre ich mir total bewusst gewesen, was ich da tue. Ich war einfach sehr jung und ich weiß, dass meine Oma und auch teilweise meine Mutter, je nachdem, mich dahin begleitet haben und dann natürlich das Gespräch auch so ein bisschen gelenkt haben. Ich erinnere mich nicht mehr an die Worte der Ärzte damals, weil ich das, glaube ich, einfach nicht verstanden habe. Das Problem war daran, dass ich ab diesem Zeitpunkt gefühlt alle Monate bei irgendeinem Arzt saß oder dann in einem Krankenhaus war, um immer wieder zu checken, was habe ich da eigentlich? Weil es hörte nicht mehr auf. Als du dann so dieses Bewusstsein dafür bekommen hast, dass deine Haare immer wieder ausgehen, vielleicht ja auch wieder nachwachsen, also vielleicht kannst du dazu dann auch noch so ein bisschen was erzählen, wie das dann so weitergegangen ist. Ja, was kamen dir da für Gedanken in den Kopf? Weil Haare sind ja, also in der Gesellschaft ja oft irgendwie, also die sind ja sehr wichtig, ist halt ein Teil unseres Körpers, so wie jeder andere Körperteil auch. Und ich finde, oft fehlt so dieses Verständnis dafür, weil wir alle immer davon ausgehen, ja, die Haare, die sind ja da und wir können damit irgendwie alles machen, was wir wollen. Und wenn es dann aber zu dem Punkt kommt, dass die Haare eben ausgehen, dann steht man ja das erste Mal vor diesem an diesem Punkt, wo man eben damit konfrontiert wird, dass es halt nicht selbstverständlich sein muss. Oder dann wird man so, ja, eigentlich so ein bisschen gezwungen, sich mit diesem Körperteil auseinanderzusetzen. Und das machen halt sehr wenige, weil es ja eben so das Normale ist, ne? Und wie war das dann für dich, als du gemerkt hast, so, okay, das ist jetzt irgendwie wirklich was, womit ich mich auseinandersetzen darf oder muss? Also ich erinnere mich daran, dass ich dann einfach älter geworden bin und auch da wieder bei Ärzten war. Und es ist irgendwann in der Jugend passiert, dass ich mir dieses Wort Alopecia so halbwegs merken konnte. Damals war irgendwie noch nicht die Zeit, wo man alles selbstverständlich googeln konnte. Ich glaube, vielleicht auch besser so, ehrlich gesagt, weil wenn ich heute irgendwie was habe, ich hatte vor kurzem hier was am Schulterblatt, dann fange ich direkt an. Links Schulterblatt, was könnte das sein? Ne? Und fange an zu googeln. Und damals hat man sich halt einfach wirklich auf die Expertise der Ärzte verlassen. Und ich weiß, dass mir da das erste Mal gesagt wurde, dass das quasi eine Krankheit ist, die einen gewissen Verlauf nehmen kann. Das kann bedeuten, dass ich mein Leben lang so damit rummachen werde und immer wieder Lücken haben werde. Oder dass es auch sein kann, dass ich noch an anderen Körperstellen Haare verliere. Oder dass es aber auch sein kann, dass ich am ganzen Körper irgendwann keine Haare mehr habe. Das sind auf jeden Fall Worte, die bei mir hängen geblieben sind, die ich damals aber, glaube ich, verdrängt habe, weil ich ja meinen Körper bis dato kannte und die ja immer wieder nachgewachsen sind. Darauf habe ich mich auch irgendwie so ein bisschen verlassen und dachte, ja gut, ist ja immer so das Gleiche, fällt aus, 4 Monate. Ungefähr später wächst es dann auch wieder nach. Dann ist es natürlich nur dicht, aber noch nicht lang. Und das habe ich halt einfach über Jahre mitgemacht. Und ich habe in dieser Zeit, in diesen Jahren ab 8 alles probiert. Ich war in Krankenhäusern, ich habe Kortisonspritzen bekommen, ich habe Tinkturen ausprobiert, ich habe eine Therapie angefangen, weil ich natürlich auch versucht habe zu gucken, okay, liegt der Ursprung irgendwie in meiner Seele, an meiner mentalen Gesundheit, weil natürlich auch viele Ärzte gesagt haben, vielleicht mal in die Psyche reinschauen. Du hast bestimmt viel Stress und das war somit das Gängigste, was ich eigentlich gehört habe und auch das Schlimmste tatsächlich, weil das ist ja nicht mal eben was wie bei Kopfschmerzen, man nimmt eine Tablette und weiß, okay, in ein paar Stunden ist es gut, ne? Sondern anscheinend sagen sie mir, irgendwas stimmt mit mir nicht und ich muss da jetzt mal auf den Grund gehen. Das habe ich natürlich getan und
Ich glaube, wie jeder Mensch habe auch ich meine Päckchen und auch in der Kindheit mal meine Päckchen getragen. Aber alles hat nicht so richtig gefruchtet. Und ja, umso älter ich wurde, umso jugendlicher, umso mehr Frau, umso schlimmer war das Thema auch. Ne? Dann kommen die ersten Männererfahrungen, die ersten Boys um die Ecke. Man fängt an, sich zu schminken. Man hat ein Gefühl zum, ich möchte jetzt meinen Körper rasieren, Achselbereich, Intimbereich. Und hat die ersten Dates oder ne, auch den ersten festen Freund. Und natürlich habe ich mich geschämt. Ich habe oft versucht, das Thema auf meinem Kopf nicht anzusprechen und gehofft, dass man es nicht sieht, einfach versucht zu verstecken, weil es mir unangenehm war, weil, ja, weil es auch nicht schön aussah. Ich kann das gar nicht anders beschreiben, als dass ich mich an Situationen, Momente erinnere, in denen es mir einfach sehr unangenehm war und ich, umso älter ich wurde, natürlich dann auch weniger Hoffnung hatte. Weil ich gespürt habe, okay, alles, was ich probiere, das fruchtet sowieso nicht. Ja, dann hatte ich leider 2014 einen relativ großen Schicksalsschlag, in dem eine mir sehr geliebte Person von heute auf morgen genommen wurde. Und das war ein Moment, wo meine Haare sich wirklich sehr arg verabschiedet haben. Also ich habe den kompletten unteren Kopf verloren. Ich konnte also mein Deckhaar nur so drüberlegen. Ich konnte keine anderen Frisuren mehr machen. Ich konnte versuchen, ein bisschen mit Haarbändern zu kaschieren. Aber das war auch nur bedingt möglich. Dementsprechend mussten wir dann auch schon die Frisuren damals ändern bei meiner Tanzgruppe, weil wir alle einheitliche Frisuren haben mussten und ich diese Frisur irgendwann nicht mehr machen konnte. Ja, und so ging das dann weiter, bis ich eben vor 2 Jahren an einen Punkt gekommen bin, an dem ich gesagt habe, okay, also die Haare, es macht mich kaputt. Ich kann nicht mehr, es muss hier was passieren. Und dann habe ich mich auch viel mit dem Thema Perücken auseinandergesetzt, habe mir in Köln in Karnevalsshops für günstiges Geld einfach verschiedene Perücken geholt, von Echthaar bis Kunsthaar, Synthetikhaar, lang, kurz, mit Pony, blond, schwarz, mit Locken, alles Mögliche, um einfach auszuprobieren, wie ich mich damit fühle. Und ehrlich gesagt habe ich mich damit, naja, gefühlt, weil ich hatte ja noch ein bisschen Haar und für mich war das total fremd, weil die Leute natürlich einen auch kennen. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch als Schauspielerin gearbeitet und die haben mich und die Rolle ja auch mit diesem Haar irgendwie identifiziert. Und auf einmal tauchte ich in meinen Social-Media-Accounts mit blonden Perücken auf oder mit roten Bob-Perücken. Und das habe ich nur gemacht, weil ich einfach wissen wollte, okay, wie wäre denn ein Leben damit? Ich war schon immer sehr anders. Ab dem Zeitpunkt, wo ich auch in der Öffentlichkeit stattgefunden habe, habe ich die sozialen Medien auch dafür genutzt, um über dieses Thema zu sprechen. Das hat mir auch so ein bisschen den Druck genommen. Dementsprechend habe ich auch, während ich diese Perücken ausprobiert habe, darüber gesprochen, dass ich das deswegen tue, weil ich eben nicht weiß, wie dieser Verlauf dieser Krankheit noch enden wird. Ja, und dann wurde es alles immer schlimmer. Auch da wieder hatte ich eine Phase, in der ich mental einfach echt schwach war. Mir ging es sehr, sehr schlecht. Und dann kann ich ja auch verstehen, dass da ein Haar darauf reagiert. Aber wie ich zum Beispiel jetzt hier sitze, mir geht es gut und ich habe trotzdem noch keine Haare zurück, ist dann so dieser Struggle, den man so in seinem Kopf dann hat, dass man dann überlegt, okay, es kann nicht nur die Psyche sein. Es muss was anderes sein. Aber nun gut, zurück zum Perückentraining, sage ich mal. Ja, ich weiß, dass ich dann einen Termin ausgemacht habe bei einem Perückenladen, die überwiegend Echthaarperücken produzieren, angepasst auf den eigenen Kopf. Und ich bin dort mit einer, sage ich mal, Fake-Perücke hin und musste die dann absetzen und habe mich da im Spiegel angeguckt und habe so dermaßen angefangen zu weinen, weil ich einfach so schrecklich aussah. Ich hatte so viele Lücken, also bestimmt schon 50% Haare überhaupt nicht mehr vorhanden, am ganzen Kopf verteilt, in der Mitte, hinten, vorne, überall hat was gefehlt. Und ich habe mich da angeguckt und habe gesagt, mein Gott, wie siehst du aus? Ich hatte gar keine, für mich gar keine Ausstrahlung mehr. Ich hatte keine Energie mehr.
Mir ging es einfach schlecht und ich habe dann da meine ganzen Maße abnehmen lassen und habe mich für ein Haar entschieden und bin da halbwegs okay rausgegangen, weil ich dachte, gut, habe jetzt eine Entscheidung getroffen. Und dann saß ich im Auto mit einer Freundin und habe dann gesagt, das Problem dabei ist, ja, ich habe jetzt eine Perücke, auf die ich mich freue und die gut passen wird und die schön aussehen wird. Allerdings, was mache ich denn, wenn ich sie abends abnehme? Weil ich werde mit ihr nicht schlafen. Das heißt, ich bin jeden Abend und jeden Morgen damit konfrontiert, diesen Unfall, so habe ich ihn damals dann immer betitelt, zu sehen. Und das ist keine Option, weil es wird mich morgens und abends immer wieder ja, in eine Trauer stürzen. Und dann habe ich sie angeguckt und habe gesagt, ich glaube, meine Haare müssen ab. Ich muss sie einfach abrasieren. Also ich habe so ein bisschen auch mit mir selbst gesprochen während der Fahrt. Und sie hat knallhart geantwortet, ja, die müssen ab. Und da habe ich sie noch angeguckt und habe gesagt, okay, also, ne? Das ist eine krasse Antwort, sagt sie, ja, Cheryl, aber sie müssen ab, weil das, was du jetzt hast, damit kannst du nichts mehr retten aktuell. Und vielleicht musst du das loslassen. Ja, und damit habe ich mich dann auseinandergesetzt, ein paar Stunden, habe dann meine Mama informiert, meine zwei besten Freundinnen aus Frankfurt informiert und habe gesagt, ich glaube, die Haare müssen abrasiert werden. Ich glaube auch, dass das nicht mehr lang dauert. Ich wollte euch nur informieren, dass ihr Bescheid wisst. Ja, und dann dauerte das ein paar Stunden. Auf einmal klingelte es bei mir in Köln an der Tür. Dann standen da meine Freundinnen, die gesagt haben, hier sind wir. Und ich habe sie angeguckt und gesagt, was macht ihr hier? Und dann haben sie gesagt, naja, wenn du das wirklich durchziehst, wollen wir dich dabei gerne unterstützen. Ja, und dann haben wir einen Mädelsabend gemacht und versucht, über das Thema nicht zu sprechen. Sie haben es nicht angesprochen und ich auch nicht, weil ich auch noch so ein bisschen das Gefühl hatte, vielleicht werde ich kneifen, vielleicht werde ich mich doch nicht trauen. Und kurz vor, wir gehen alle nach Hause, habe ich dann gesagt, okay, Ladies, es ist soweit, let's go, jetzt, jetzt sofort. Jetzt sofort und nicht in 5 Minuten, weil jetzt gerade habe ich kurz ein bisschen Mut, es zu tun. Und dann sind wir ins Badezimmer gegangen, alle auch super schnell reagiert. Rasierer war schon an der Ladestation, habe ich dann im Nachgang erfahren. Den habe ich nämlich gar nicht selbst mitgebracht. Und dann habe ich mich da ins Bad gehockt und dann haben die Mädels abwechselnd mir den Kopf rasiert. Also ich habe mir meine Hände vor die Augen gehalten und habe dabei wirklich, also ich habe nur geheult. Ich habe auch teilweise gedacht, ich muss mich übergeben, weil ich, glaube ich, eine Panikattacke hatte. Es war für mich so zu viel, dass ich zu viele Emotionen gleichzeitig hatte, weil ich dachte, was mache ich hier eigentlich gerade? Also, das sind meine Haare. Deswegen guckt mich doch jeder an. Das ist doch mein Markenzeichen, das sind doch meine Locken. Wie geht denn das dann alles weiter? Also, ich hatte ganz, ganz viele Fragen im Kopf. Ja, wie ich auch als Schauspielerin überhaupt oder auch als Frau danach wahrgenommen werde, weil für mich war in diesem Moment klar, ja, gut, aber mit Männern, das wird auf jeden Fall nichts mehr. Die haben ja gar nichts zum Anfassen. Als Model kannst du auch nicht mehr arbeiten. Hä? Frauen haben immer lange Haare. Also ich hatte viele Fragen im Kopf, die ich so mit mir selbst ausgemacht habe und auch nicht ausgesprochen habe. Und dann hörte ich schon, wie die ersten Sprüche dazu kamen von meinen Mädels mit, boah, du hast eine geile Kopfform. Boah, das wird mega aussehen. Wart ab, wirklich, vertrau uns. Hab keine Sorge. Die haben mich natürlich versucht zu beruhigen und das hat bedingt geklappt. Aber ja, 6,5 Minuten später habe ich dann den Auftrag von meinen Freunden bekommen, meinen Kopf doch bitte einmal ganz kurz abzuwaschen, weil meine komplette Kopfhaut so dermaßen entzündet war. Und sie gesagt haben, vielleicht muss man da einmal irgendwie kaltes Wasser drüber laufen lassen. Und dann habe ich, um den Weg zum Hahn zu finden, kurz meine Augen aufgemacht und habe in der Armatur meine Silhouette sehen können und habe in dem Moment schon gedacht, oh, ich glaube, es sieht ganz cool aus. Und habe mir dann den Kopf waschen lassen und habe da direkt danach gesagt, könnt ihr mir kurz einen Spiegel geben? Damit hatten die überhaupt nicht gerechnet, weil sie auch dachten, okay, jetzt braucht sie ein bisschen Zeit, na, jetzt erstmal der Kopf gewaschen und so. Und dann habe ich mich angeguckt und habe angefangen zu lachen, vor Freude zu weinen. Und ich habe gesagt, ich glaube, ich bin zurück. Ja, vielen Dank, dass du uns da jetzt so mitgenommen hast auf dem Weg. Ich hatte sogar fast ein bisschen Tränen in den Augen, weil ich das, also diese
dieser Circle, den du da um dich hattest bei der Entscheidung und wahrscheinlich auch diesen ganzen Prozess über. Das berührt mich sehr, dass ja du nicht alleine warst auf diesem Weg, ne? Dass du da irgendwie deine Crowd hattest, die da total dabei war und dich so supportet hat und dich so an die Hand genommen hat. Also das finde ich, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig in so einem Moment, ne? Weil also wie du das so erzählt hast, ich höre das ja auch immer wieder, wenn Menschen auf mich zukommen und von Haarausfall berichten, dass man ja irgendwie erstmal so an diesem Punkt kommt, auch wo alles einfach nur schrecklich ist. So, es sieht schrecklich aus, es ist das Schlimmste, was einem passieren kann, so gefühlt, ne? So, und auch diese Existenz ohne Haare kann ich doch gar nicht mehr existieren, macht ja irgendwie auch klar, wie was für einen Stellenwert Haare halt eben in der Gesellschaft haben. Und auch dieses Frauenbild ist halt unglaublich geprägt über Haare. Dann bist du ja in der Öffentlichkeit, also mit deiner Öffentlichkeitsarbeit ist wahrscheinlich da der Druck auch noch mal mehr da, dass man auch denkt so, ja, was soll ich eigentlich noch arbeiten, wenn ich jetzt keine Haare mehr habe, weil es halt einfach auch sehr ungewöhnlich ist, Frauen zu sehen, die eine Glatze tragen, ja, und ich finde das so schön und so wichtig, auch dass du so öffentlich darüber berichtest. Auf Social Media habe ich dich jetzt so ein bisschen auch beobachtet und habe mir da natürlich auch deine Highlights angeguckt, also vor allem das Highlight dazu. Und ja, bin dir da unglaublich dankbar, dass du jetzt auch zeigst, so hey Leute, ganz ehrlich, ich fühle mich jetzt so viel wohler und dieser ganz, also diese so viele Gedanken, die sich um diese Haare drehen, sind irgendwie einfach abgedämpft. Also ich will jetzt nicht sagen weg, das kannst auch nur du sagen, so, aber sie sind auf jeden Fall erstmal wieder so ein bisschen kleiner geworden. Und ich will das jetzt nicht vergleichen mit irgendwie anderen Haarproblemen oder so, aber ich kenne das auch so aus meinem Salonalltag, wie einnehmend das ist, wenn sich irgendwie das Leben so um die Haare dreht, wenn man das jetzt mal vergleicht mit grauen Haaren und die Frauen färben dann, weil auch graue Haare darf man ja nicht tragen. Und dann hat man diesen Ansatz nach ein paar Wochen wieder. Also das ist ja auch immer dieser Kreislauf, der einfach nie aufhört. Und dann wird so das ganze Leben und die Termine und alles wird so abgestimmt auf den nächsten Termin oder auf das nächste, was kommt jetzt, wie lange dauert es, bis das nachwächst und so weiter. Und wenn man dann in so eine Entscheidung, glaube ich, also wenn diese Entscheidung dann so da ist oder gefallen ist, dass man sagt so, okay, jetzt gehe ich raus aus diesem Kampf gegen das, was ist, in die Annahme. Ja, das sieht man, finde ich, auch so schön in dem Highlight, weil man sieht ja dann so deine Phase, wo du einfach dabei bist, Dinge auszuprobieren, dass sich das wieder bessert. Und ja, ich hatte auch so das Gefühl, man sieht dann auch so, also man sieht dir ja richtig an, wie sehr du darunter leidest. Und dann ist ja auch so ein Break und dann hast du ja deine Glatze und ich war dann schon so, als ich angefangen habe, die Highlights zu schauen, dachte ich so, ich bin jetzt gespannt, wie sich das entwickelt, weil ich wusste ja, du trägst jetzt oft Glatze oder gehst mit Perücken raus, bist bei Let's Dance aufgetreten ohne Haar und also da muss ja unglaublich viel passiert sein in dieser Zeit, ja. Und vielleicht kannst du da noch so ein bisschen was dazu erzählen. Also du hast ja vorhin jetzt auch aufgehört, wo du erzählt hast, du hast dich dann das erste Mal gesehen und es war dann eher so, wow, das schaut voll gut aus. So, wow, das bin ich. Was waren da dann so Prozesse auch bezüglich dieses Frauenbildes? So, wie hat sich das verändert? Also, ich war einfach direkt glücklich. Ich habe gemerkt, diese Last ist von mir abgefallen. Ich war auf einmal glücklich. Ich hatte Lust, direkt etwas auszuprobieren. Ich bin am nächsten Tag shoppen gegangen und habe mir ganz neue Kleidung geholt, die ich so wahrscheinlich nie getragen hätte, weil ich total Lust hatte, diesen Look auch irgendwie so ein bisschen zu leben. Habe am nächsten Tag schon Fotos gemacht. Ich habe noch eine Kooperation abgedreht, das weiß ich, mit Perücke und habe danach sie runtergenommen und habe gesagt, so, und jetzt machen wir noch so ein paar Fotos so für mich einfach nur.
Und dann war das total lustig, weil ich musste auch erstmal wieder lernen, anders zu posen. Weil ich habe total oft mit meinen Haaren so rumgespielt und die von links nach rechts, ne, geworfen, so wie es halt noch ging, so wie es damit dann, ne, damit es auf dem Foto noch schön aussieht. Aber da war auf einmal nichts mehr. Und das war auf jeden Fall total spannend. Und vor allem war auch spannend, dass ich mich ja zu diesem Zeitpunkt auch in dieser Bachelorette-Phase befunden habe. Das heißt, mein erstes Gespräch, ob ich es vielleicht werde, war mit Haar. Und in diesem ganzen Casting-Prozess habe ich mich dann entschieden, die Haare abzurasieren. Und auch da war dann die Frage, okay, was wird die Produktion sagen? Werden sie mich noch gut finden? Bin ich noch die passende Besetzung, wenn ich keine Haare mehr habe? Und auch da ist mir so eine Last abgefallen, weil ich habe mich dann mit dem Team getroffen und habe gesagt, ich muss euch was sagen. Falls ihr euch für mich entscheiden solltet, ich habe da gestern was getan, so nach dem Motto. Und dann habe ich das gezeigt und die waren begeistert und haben das gefeiert im Sinne von, man sieht dir an, wie gut es dir geht. Und dann wurde auch direkt die Frage gestellt, ob ich damit, wenn ich es werden sollte, ob ich es präsentieren möchte. Und ich habe ganz klar gesagt, ja, auf jeden Fall. Na, also warum auch nicht? Ich fühle mich gerade so gut, so wie neu geboren. Natürlich möchte ich das zeigen. Und ich hatte nicht so viele Momente mehr, um diese Zeit zu leben oder um auch da das Publikum mitzunehmen, weil es ging alles ratzfatz und auf einmal war ich in Thailand und da hat man kein Handy mehrere Wochen. Und deswegen ist da auch dieser harte Schnitt zwischen ich leide und man sieht diesen Prozess und auf einmal sieht man mich mit Glatze, weil auf einmal war ich auf den Dreharbeiten und musste selbst erstmal lernen, okay, ja gut, ich werde jetzt irgendwie Männer daten. Schauen wir mal, wie das überhaupt klappt, wie ich mich dabei fühle. Ich hatte ja keine Ahnung, ohne Haare, ne? Und habe dann ja bei Bachelorette erstmal mit Perücke angefangen. Das lag aber daran, dass ich die Männer erstmal ein bisschen besser kennenlernen wollte, ein bisschen Vertrauen aufbauen wollte. Und dann habe ich ja zur Hälfte quasi gesagt, okay, jetzt möchte ich das irgendwie zeigen. Und dann habe ich mich ja, je nachdem, wie ich mich fühle, auf den Dates gezeigt. Mit Perücke, ohne Perücke, wie auch immer. Und als ich dann zurück war und es dann auch in der Folge endlich draußen war, dann konnte ich auch richtig frei darüber sprechen, weil wäre ich zurückgekommen und hätte mich direkt so gezeigt, dann hätten die Leute Fragen gehabt, hä, warum steht sie denn jetzt aber da mit Haaren? Also deswegen habe ich also auf die Ausstrahlung gewartet und deswegen hat sich das alles ein bisschen gezogen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich, seitdem ich keine Haare mehr habe, mehr Frau als mein ganzes Leben vorher. Ja. Ich bin glücklich, ich bin dadurch selbstbewusst, ich finde den Look cool. Ja, ich stelle mir trotzdem immer noch ab und zu die Frage, krass, sie sind einfach echt nicht mehr zurückgekommen. Und diese Frage war vorher schon da, dass ich dachte, okay, vielleicht müssen sie einmal komplett ab, vielleicht muss ich das einmal erholen und dann kommen sie wieder zurück. Aber so war es nicht und so ist es bis heute nicht. Aber ich bin stolz darauf, dass ich es auch irgendwie so ein bisschen geschafft habe, dieses Thema Frau ohne Haare oder Alopecia oder wie auch immer man sich damit identifizieren möchte, dass ich es geschafft habe, so ein bisschen in die Öffentlichkeit zu bringen. Ja. Weil sich viele Frauen damit einfach identifizieren können und sich bei mir gemeldet haben und sich bedankt haben und dass sie gerade zum Beispiel in einer Chemotherapie sind und dass sie es aber heute geschafft haben, ohne Perücke zum Bäcker zu gehen und das nur wegen mir und das ist so berührend, das ist so toll. Und das ist natürlich nicht der Grund. Ich habe jetzt keine Glatze, weil ich nach außen hin Leuten helfen muss, sondern weil ich es mag und ich es einfach beweisen möchte, dass man auch ganz normal damit leben kann und dass ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll, dass sich die Relevanz des Haars, dadurch, dass es nicht mehr da ist, automatisch verändert. Ja. Für mich ist es keine Relevanz mehr, sie zu haben. Ja. Sondern es ist viel wichtiger, wie es mir geht. Und das musste ich dann irgendwann abwägen. Und das passiert aber automatisch, zumindest bei mir im Körper. Und ich wünsche mir für alle Menschen da draußen, die warum auch immer keine Haare mehr haben oder an Haarverlust leiden, dass sie an diesen Aha-Moment kommen, den ich erleben durfte, weil es mir ganz viel Glück und Seelenfrieden zurückgebracht hat im Leben. Ja.
Ja, also raus aus dem Verstecken auch, ne? Also hast du ja vorhin auch gesagt, so, dann musste man immer die Stellen verstecken und dann hast du auch nicht darüber gesprochen, auch bei Dates zum Beispiel. Und hast du ja dann, als die Glatze da war, das eigentlich auch ziemlich schnell auch gezeigt, eben, also eben nicht mehr versteckt und da so ein Selbstbewusstsein einfach dann entwickelt, das zeigen zu können. Und ja, das ist echt schön und ich glaube trotzdem auch, dass jetzt auch, wenn andere Frauen zuhören, dass auch dieser Prozess, also der hat ja auch seine Daseinsberechtigung, ne? Dass man jetzt, wenn man jetzt irgendwie merkt, huch, irgendwie mir gehen mehr Haare aus als sollten, was ist da los, dass man eben trotzdem auch so einen Prozess durchgeht, Dinge ausprobiert, herausfinden will und so. Ich glaube, der Prozess ist auch wichtig, um dann, wenn man die Entscheidung trifft, zu sagen, ich rasiere mir jetzt die Haare ab oder ich trage jetzt eine Perücke, ja, dass man diesen Punkt dann eben auch bewusst erreichen kann. Na, also, oder wie, also wenn du jetzt jemanden vor dir sitzen hast, der eben auch an Haarausfall leidet und noch so in dieser, ja, noch so in diesem Prozess ist, eben zu versuchen, das zu verhindern oder abzustellen, was würdest du so jemandem dann mitgeben? Oder gerade auch Frauen, also was, ja, was würdest du da gerne mitgeben? Also es ist natürlich ganz individuell und jeder hat seine eigene Geschichte mit seinem Haar. Allerdings würde ich, wenn ich Zeit hätte, was richtig toll wäre, das Gespräch suchen und wirklich die letzten Jahre durchgehen, weil mit Sicherheit wird die Person, die vielleicht auch an Alopecia leidet, viele Jahre schon darunter leiden und irgendwie spüren, dass es so nicht weitergehen kann. Und ich würde aber trotzdem jeder Frau sagen, also hör mal, Extensions sind akzeptiert. Das ist schon mal die erste Option, die wir auf jeden Fall haben. Das Wichtige ist aber, wenn du sie morgens oder abends auch abnimmst, wie geht es dir wirklich? Und wenn dazu notwendig ist, dass die Haare ab müssen, aus eigener Kontrolle heraus, dann schneid sie ab. Weil es gibt Plan B bereits, und zwar die Perücken. Alles andere ist, glaube ich, zu speziell. Ich kann einfach nur sagen, man hat den Kampf einfach gewonnen irgendwie. Weil man nicht ständig in dieser Warteposition ist. Wachsen sie jetzt nach und wie mache ich es jetzt und verstecke ich es? Also es ist einfach, man hat diesen Kampf gewonnen und dadurch kriegt man so einen Push. Man ist so stolz und das ist einfach völlig in Ordnung, kurze Haare oder gar keine Haare zu tragen als Frau. Wer entscheidet denn da draußen, dass das weibliche Vorbild lange Haare haben muss? Das ist ja wirklich absoluter Schwachsinn. Und das, finde ich, ist ganz, ganz wichtig, jeder Frau mitzuteilen und nochmal so in die Köpfe zu sprechen und es vor allem ja auch vorzuleben. Ja, allgemein ist ja in unserer Gesellschaft das echt irgendwie so ein bisschen verankert, dass Weiblichkeit generell mit körperlichen Merkmalen zu tun hat. Und wenn ich zum Beispiel an Weiblichkeit denke, dann verbinde ich damit zum Beispiel stark Intuition oder auch eine gewisse Feinfühligkeit. Also es gibt so viele andere Dinge, die eigentlich uns als Frau viel mehr ausmachen als jetzt Haare oder irgendwelche Körperlichkeiten, ne? Ich meine, wir können ja heutzutage auch uns bei allem irgendwie nachhelfen. Ich muss auch sagen, ich hatte ja auch schon Phasen, wo es dann Richtung Augenbraue ging und ich da ein bisschen was verloren habe und ich absolut in meiner Panik zurück war, ne? Und ich dachte, okay, das finde ich jetzt wirklich uncool. Augenbraue will ich behalten. Aber auch da, ja, ich bin da durch eine nochmal nicht so schöne Phase gegangen. Aber auch da habe ich mir dann nochmal gesagt, naja gut, wenn es so ist, dann ist es so. Ich bin trotzdem dankbar, dass ich leben darf. Und dann muss ich sie halt nachmalen. Dann muss ich sie halt aufkleben. Oder was auch immer ich dann mache. Aber ich möchte nicht mehr bestimmen, dass mich das kaputt machen darf. Und das sollten wir alle uns irgendwie in die Köpfe noch mal so ein bisschen einbrennen, weil wir haben nur dieses eine Leben und das sollten wir so gut es geht wirklich mit Glück und mit Seelenfrieden irgendwie versuchen zu genießen. Es ist nicht immer einfach, um Gottes Willen, aber uns von unseren Haaren zu dominieren zu lassen, nee, da habe ich einfach meine Einstellung geändert. Das klingt vielleicht auch sehr locker von mir gesagt,
Aber das meine ich eigentlich wirklich eher motivierend, weil ich weiß, wie vielen Menschen da draußen es deswegen schlecht geht. Es ist halt auch ein Ja. Stück Freiheit eigentlich, ne? Ich meine, du musst dir gar keine Gedanken machen, so, oh, die Frisur, weil mir geht es zum Beispiel gerade so, ich bin gerade nicht happy mit meinem Haarschnitt und so. Und man macht sich da echt auch teilweise Gedanken, die dann einfach wegfallen, so, ne? Du hast halt jetzt, wenn du Bock hast, eine Perücke und da ganz viele Optionen, den Look total zu verändern. Du hast ja auch erzählt, dass, ja, das ist ein cooler Look. Hat sich der Look auch so ein bisschen geändert dadurch? Also dein Style oder? Also ich als Person habe mich so ein bisschen verändert. Mein Style hat sich verändert. Ich trage jetzt gerne auch gewagte Sachen oder Farbkombinationen, die vielleicht ein bisschen freaky sind. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich habe die süße Sharon hinter mir gelassen. Liegt einfach an diesem, ja, markanten Look, sage ich einfach mal. Und dementsprechend traue ich mich auch einfach, andere Sachen zu tragen. Mein Fokus liegt sehr auf Schmuck. Ich trage gerne große Ohrringe, fette Ketten, auch in Kombi, weil das ist so ein bisschen mein kleiner Haarersatz, weil ich das irgendwie schön finde, wenn man das dann so sieht. Meine Perücken sind aktuell gefühlt im Winterschlaf. Also das ist wirklich. Das letzte Mal hatte ich wirklich aktiv eine Perücke auf, als ich auf dem Parkett bei Let's Dance stand. Und seitdem mache ich es nicht. Und ich hatte gedacht, ja, jetzt im Winter mache ich es bestimmt wieder, weil es einfach warm ist. Unter der Mütze ist es cool. Aber ich mache es irgendwie nicht. Also das ist zum einen die Faulheit tatsächlich. Das muss man sich mal sagen. Die Faulheit, Haare zu tragen, obwohl ich so viele Jahre gekämpft habe für die Haare. Aber jetzt ist es andersrum. Und weil ich den Look einfach so mag. Ich habe sogar ein paar Stellen, die ich ja noch rasieren muss. So, ne, so hier vorne und so hinten so ein bisschen. Und es gab den einen oder anderen Moment, wo ich natürlich gedacht habe, ja gut, das ist jetzt halt auch sinnlos. Wie mache ich denn das jetzt? Lass ich die jetzt weglasern? Und dann dachte ich, es kann jetzt auch nicht dein Ernst sein, dass du jetzt auf einmal so switcht und dann die Haare, die noch da sind, lasern lassen möchtest. Da muss ich aber auch sagen, kam ich in dem Sinne zur Vernunft, weil ich mir dachte, wenn es vielleicht irgendwann eine Methode, eine Medizin, irgendwas gibt, was es doch noch mal, wo ich jetzt doch noch mal sage, okay, ich gehe den Prozess noch mal an, es soll helfen, dann kann ich jetzt nicht komplett abstreiten, dass ich noch mal in diesen Kampf gehe. Ne? Aktuell gibt es aber kein erforschtes Mittel. Aber was ist, wenn sie dann irgendwann wiederkommen und dann habe ich mir eine andere Stelle da irgendwie weglasern lassen und deswegen habe ich dann gesagt, ich mach's nicht. Aber wenn ich mir Bilder angucke, aktuell sage ich, ich bin so happy, ich würde es jetzt gar nicht wollen, dass sie lang wachsen. Aber wenn es in 5 Jahren irgendein Mittel gibt, irgendeine Tablette, die jetzt nicht super schlimme Nebenwirkungen hat und die wirklich besagt, die hilft, glaube ich schon, dass ich es nochmal ausprobiere, aber dann die Haare kurz tragen würde. Ja, und auch aus einem anderen Blickwinkel dann auch aus, ne? Nicht so als, also du hast ja weiterhin die Kontrolle, und ich glaube, das ist so ganz wichtig, ne? So, du hast die Kontrolle dir zurückgeholt, und du bist jetzt die, die entscheidet, so, und nicht mehr umgekehrt, so, ne? Dass du dich eben beeinflussen oder dass du dich halt leiten lässt, und das finde ich auf jeden Fall das ist ja eine Riesenwandlung einfach, ne? Also Ja, ich bin auch da hast du, ganz dankbar dafür. Wirklich. Aber ich muss auch sagen, es gibt auch Menschen, die eben die Kontrolle nicht mehr haben. Und auch dann ist es völlig in Ordnung, damit so zu leben. Es ist nicht nur in Ordnung, damit zu leben, weil ich jetzt die Kontrolle darüber hatte, sondern einfach das Verständnis dafür, dass es in Ordnung ist, so rauszugehen. Warum denn auch nicht? Also, das macht ja gar keinen Sinn. Ja, es verändert dich ja nicht als Mensch. Genau. So, ne? Ja, ich glaube auch, vielleicht ist es auch so ein bisschen, weil du vorhin auch so meintest, du hast so ein bisschen das Mädchen abgelegt oder, ne, bist jetzt einfach auch selbstsicherer. Das ist vielleicht auch, also korrigier mich, wenn es falsch ist, aber vielleicht auch so ein bisschen eben verstanden, was ist Weiblichkeit eigentlich? Und dann hat man ja diese Sicherheit, so ich bin eine Frau, ich bin weiblich, egal wie ich aussehe. Und so kann ja dann auch irgendwie so unsere männliche Seite auch so ein bisschen zum Vorschein kommen, ohne dass man eben, weil das wird ja oft, so kurze Haare wird ja dann immer gleich mit Männlichkeit assoziiert, was ja auch ein völliger Schmarrn ist einfach, ne? Das ist ja Völliger auch wieder Quatsch. was wir in uns haben.
Und sich dadurch jetzt eben auch verändern konnte und du jetzt so dein volles Potenzial deines Ichs eigentlich einfach auch leben kannst, so, ne? Frei von dem Gedanken, ist das jetzt weiblich, ist das jetzt, bin ich jetzt zu männlich oder wie auch immer, ne? Also ich kenne das auch so ein bisschen, weil ich habe lange kurze Haare getragen und da kam auch von außen dann oft so, ja, du bist halt burschikos oder irgendwie so, ne? Yeah. Solche Kommentare. Und da wollte ich jetzt auch noch mal kurz so nachfragen, weil ich glaube, das ist ja oft so die große Angst, die man hat, wenn die Haare ausgehen. So, die Weiblichkeit geht weg, ich muss das verstecken, weil ich habe halt auch Angst, da kommen vielleicht Sprüche oder so. Wie war das? Also was hast du wirklich dann für Erfahrungen gemacht? Also in erster Linie, ja. In erster Linie habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich mich viel mehr auf mich konzentrieren kann, weil die Prozente, die ich an Gedanken immer verschwenden musste, der Angst mit, oh, wie kann ich es verstecken, wie gehe ich damit um, mit diesen Prozenten konnte ich ja jetzt ganz anders arbeiten. Das heißt, ich hatte eine riesengroße Last weg, ich hatte einen riesengroßen Push an Selbstbewusstsein on top dazu, was mir geholfen hat, einfach das zu zeigen und das einfach, das Gezeigte zu leben. Und das ist einfach passiert. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass sich viele Menschen bedankt haben, dass es endlich mal jemand tut. Dass endlich jemand mal über diese Krankheit zum Beispiel spricht oder aufklärt. Ne? Ich habe nie die Erfahrung gemacht, dass ich als Frau nicht wahrgenommen werde. Nie, nicht einmal. Es gibt Leute, ja, die sagen, mit ihrer Glatze, das war zum Beispiel zu Let's Dance-Zeiten, da gab es Kommentare. Aber ich persönlich, so mit meinen Mitmenschen, habe nie die Erfahrung gemacht, dass ich sage, oder dass ich für mich feststelle, dass das nicht akzeptiert wird oder so. Gar nicht. Es gibt immer Leute, denen irgendwas nicht gefällt. Da muss man sich aber auch fragen, wenn es denen nicht gefällt, warum muss man das so nach außen kommunizieren? Ich würde zum Beispiel nie ein negatives Kommentar bei irgendjemanden lassen. Das kann ich mir dann auch einfach sparen. Ne? Ja. Und es hat nichts mit meiner Weiblichkeit oder mit meiner Sexiness ausgemacht. Im Gegenteil. Ich bin dadurch, dass ich selbstbewusster bin, natürlich auch viel mehr auf Konfrontation und kann viel mehr zu irgendwelchen Dingen stehen. Und bin nicht unsicher, aber habe Haare, sondern ich habe keine Haare und bin sicher. Und das ist so, ja. Und das strahlt man, glaube ich, aus. Das geht so in den ganzen Körper irgendwie ein. Ich krieg Videos, wo die Mädels nachziehen und mir ein Vorher-Nachher-Foto schicken und sagen, ich habe es jetzt auch getan. Das ist halt einfach richtig krass. Auch hier in Hannover eine Freundin, die über Jahre diese Krankheit versteckt hat. Und auf einmal war es, sage ich mal, in den Medien bei Bachelorette zu sehen. Und sie hat sich dann auch erst geöffnet und hat gesagt, ja, hat sich ihren Freunden, Familien dann geöffnet und hat dann auch einfach nachgezogen. Völlig krass. Und das sind einfach, das hat Ausmaße dann angenommen, die mich freuen, weil ich es toll finde, wenn die Frauen oder auch teilweise Männer, nicht nur Frauen, selbstbewusst rausgehen können und dadurch jetzt einfach ein bisschen mehr Lebensglück zurückhaben. Und das freut mich, weil es ganz, ganz wichtig ist. Ja, ich finde es auch ganz, ganz toll, dass du das einfach auch enttabuisierst damit und dass die Gesellschaft da sensibilisiert wird und dass eben dann ja Frauen auf dich zukommen und dann den Mut haben, das zu zeigen und darüber zu sprechen. Das ist einfach so schön. Und ich auch. Ja, du hattest ja auch gesprochen, als dir die Glatze rasiert worden ist, hattest du auch Bedenken, weil du ja natürlich schon von klein auf auch auf der Bühne standest und in der Öffentlichkeit gearbeitet hast und du da auch Bedenken hattest, als was du jetzt arbeiten kannst. Und ich meine, klar, irgendwie das Äußerliche war ja auch irgendwie, ist ja die Visitenkarte, die Leute kennen dich so. Wie waren da so die Reaktionen oder die nächsten Kontakte dann mit Jobs oder mit der Öffentlichkeit vom Umfeld? Also dadurch, dass das ja alles so ein bisschen damit verschwommen ist, dass ich die Haare irgendwie abrasiert habe und dann auf einmal schon in Thailand war, habe ich mich so sehr mit dem Job gar nicht auseinandergesetzt, sondern habe für mich erstmal gesagt, ich möchte jetzt diese Reise erstmal leben, erstmal daten, erstmal flirten ohne Haare, ist ja auch erstmal, ne, gar nicht so einfach, weil man die Erfahrung eben nicht hat. Aber es war total einfach. Es war nämlich toll. Es hat nichts verändert, im Gegenteil. Es war einfach normal.
so wie es sein soll. Und als ich dann zurückkam, beziehungsweise als dann auch alles bekannt wurde und es auch zu sehen war, habe ich einfach eine Flut an Rückfragen verspürt. Ne, Menschen, die interessiert sind an der Geschichte, die gleiche Geschichte haben, die Fragen haben zu Perücken, die Fragen haben dazu, wie ich mir den Kopf rasiere. Also es war einfach nur aufregend danach. Also es wurde gar nicht in Frage gestellt, dass ich irgendwelche Sachen nicht mehr machen kann deswegen. Von mir aber auch nicht mehr. Also diese Zeit in Thailand hat mir dann schon gezeigt, dass alles in Ordnung so ist, wie es ist. Und ich kam zurück und habe meine Sachen genauso gemacht wie vorher. Nur einfach ein bisschen mehr mit Selbstbewusstsein und mit einer Stärke, die ich da Gott sei Dank zurück hatte. Und ich bereue es nach wie vor überhaupt gar nicht. Also wie gesagt, ich gehe gerne so raus. Ich stehe dazu. Ich finde es cool. Ich verstehe auch, wenn jemand sagt, ja, ich habe auch kreisrunden Haarausfall, aber bei mir sieht der Kopf irgendwie anders aus. Ja, ich weiß, dass ich da dankbar sein kann, dass die Kopfform mitspielt und dass da, ne, dass das alles jetzt so ist, wie es ist. Aber viel wichtiger ist nicht mein Kopf und die Kopfform, sondern dass ich einfach das Leben ohne Haare akzeptiert habe und das habe ich. Ja, also würdest du sagen, dass einfach auch viele Gedanken, die du dazu hattest, bevor du jetzt diesen Schritt gegangen bist und sagst, ich rasiere mir jetzt die Haare ab, eigentlich überflüssig waren, weil halt eben gar keine schlechten Reaktionen so gekommen sind? Ja. Hätte ich gewusst, was es mir an Stärke und Selbstbewusstsein zurückgibt, dann hätte ich es eigentlich früher machen müssen. Aber auch da muss man einfach sagen, das war der Lauf des Lebens, meines Lebens, und das sollte zu diesem Zeitpunkt so sein. Aber ja, ich hätte es früher machen können. Ja. Aber ich habe mich viel früher gar nicht damit so krass auseinandergesetzt, dass ich irgendwann vielleicht gar keine Haare mehr habe. Da bin ich wirklich ehrlich. Also ja, ich war schockiert und irgendwie ratlos, aber dass ich... Also hätte man mich vor 2 Jahren gefragt, wirst du irgendwann mal mit einer Glatze rumlaufen in der Öffentlichkeit, hätte ich gesagt nein. Weil es für mich, ich habe gar nicht versucht, an dieses schlimme Ausmaß zu denken. Aber das schlimme Ausmaß ist mein größtes Geschenk mittlerweile geworden. Ja, ist ja auch so ein bisschen Trust the Process, ne? Also es ist halt einfach ein Prozess und der geht bei jedem wahrscheinlich einfach auch langsamer oder schneller. Und manche entscheiden sich dazu, sich auch die Glatze zu rasieren und andere entscheiden sich dazu, ihre Haare dann so zu zeigen, wie sie jetzt halt sind. Ich glaube, das Wichtige ist eben, dass man an diesen Punkt kommt, zu sagen, okay, Gott sei Dank, ich definiere mich jetzt nicht mehr über meine Haare. Genau. Und ja, und nimm das auch so ein Stück weit an, so, ne? Also, das ist ja auch so ein bisschen unsere Arbeit, die wir eigentlich so, ja, in die Welt rufen wollen, so dass wir alle unterschiedliche Haare haben und wir das aber halt auch nicht gewohnt sind, Naturhaare zu sehen, weil wir halt in der Öffentlichkeit, also in Fernsehen, Zeitschriften und so weiter, sehen wir immer nur die perfekten Haare. Genau. Nur richtig. Das hat halt mit der Realität gar nichts zu tun. Nein. Und wir rennen dann immer diesem Bild hinterher und versuchen mit ganz vielen Mitteln einfach dem zu entsprechen. Und wenn wir dann irgendwie bei uns ankommen und sagen so, okay, das ist mein Haar und so ist es und lerne damit, mich wohlzufühlen, dann hat man halt eigentlich ganz viel erreicht. Und ganz viel Freiheit einfach wieder gewonnen für sich, ja. Absolut. Eigentlich ist es ja auch total schade, ne? Weil man, also ich finde, man merkt im Laufe des Gesprächs ja trotz allem, wie wichtig Haare sind. Aber ich verstehe auch, dass man nicht von jetzt auf gleich dieses Denken ändern kann. Ja. Eine Sache ist mir aber noch eingefallen. Und ich glaube, da habe ich, also ich weiß... Anders nochmal. Eine Sache ist mir aber noch eingefallen. Ich erinnere mich, dass ich Nachrichten bekommen habe von Frauen, die Angst hatten vor den Reaktionen ihrer Mitmenschen oder ihrer, ne, Familie, Freunde. Und ich glaube,
Man muss einmal durch, dann natürlich wird geguckt und ab dem Zeitpunkt, wo man die Person aber zum zweiten Mal ohne Haare sieht, ist es einfach schon normal. Ja. Das ist die Erfahrung, die ich auf jeden Fall auch noch gemacht habe. Es ist zu keinem Zeitpunkt so gewesen, dass man mich da gesehen hat und dann dachte, oh, die hat ja gar keine Haare mehr, sondern es war dann einfach okay. Und dann ist es auch viel schneller zu akzeptieren und in den Alltag so mit reinzubringen, weil eben nicht mehr ständig Rückfragen kommen oder komisch geguckt wird, sondern es ist einfach, ah ja, stimmt, die Haare sind jetzt weg, fertig, wird jetzt akzeptiert. Und das hilft. Das wollte ich nur noch mal einmal sagen, dass, glaube ich, der erste Schritt rauszugehen wirklich, wirklich ein Schritt ist. Und danach ist es aber okay, weil man hat es doch schon einmal geschafft. Ja. Einmal ins kalte Wasser springen sozusagen. Genau. Ja. Ja, danke für deine Zeit und deine Aufklärungsarbeit und deinen Einblick. Ja, vielen Dank, dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Das ist echt ja schön und wir hoffen, dass es vielleicht auch viele Frauen erreicht, die die Folge hören, die vielleicht auch mit dem Thema sich beschäftigen und ja gestärkt werden von dir und deinem Weg. Ich danke euch auch und ich hoffe, dass ich ja ein bisschen Mut machen konnte. Ich bin auch jederzeit natürlich offen. Ich versuche immer meine Nachrichten zu lesen und auch individuell irgendwie nochmal ein paar gute Worte mitzugeben. Also wenn der ein oder andere da auch nochmal irgendwie Fragen hat oder was auch immer, man kann sich irgendwie immer bei mir melden und dann versuche ich zu antworten, weil ich es ja einfach verstehen kann und da auch weiterhin dranbleiben werde, dass dieses Thema einfach ein bisschen mehr Leichtigkeit bekommt und die Menschen ihren Seelenfrieden zurück. Ja. Schön, vielen Dank. Danke euch. Ciao. Tschüss. Wir hoffen, du hattest Spaß beim Hören der neuen Podcast-Folge und wie immer freuen wir uns über eine Bewertung auf Spotify oder auf iTunes und wir freuen uns auch immer wieder, wenn du unseren Podcast vielleicht jemandem empfiehlst, der ihn noch nicht kennt. Bis zum nächsten Mal, alles Liebe.